Die erste Premiere, Ödipus von André Gide und Der schöne Gleichgültige von Jean Cocteau, wurden von Zuschauern besucht, die mehr oder weniger Ansässige der Altstadt waren. Aber allmählich kamen auch interessierte Bürger der Stadt, um diesem Experiment in der Baracke zuzusehen. Die Anzahl der Zuschauer schwankte. Manchmal kamen nur 10 oder 12. Aber die Zahl der Interessierten und der Freunde wuchs. Im Theater gab es lediglich 3 winzige Garderobenräume mit insgesamt ca. 25 Quadratmetern. Einer dieser Räume wurde tagsüber als Büro genutzt und abends als Garderobe. Deswegen wurde unser kleiner Wohnwagen, mit dem wir in den Spielzeitferien immer nach Griechenland fuhren, von September bis Juli neben dem Theater geparkt und für 9 Monate zum Büro umgerüstet. Viele Stuttgarter Firmen unterstützten das Theater immer wieder großzügig mit Sachspenden. Trotzdem lebte das Theater erst einmal von seinen Schulden. 1960 gab es den ersten städtischen Zuschuss, 1000 D-Mark, zur teilweisen Deckung des Betriebsabmangels. Daraus entwickelte sich eine jährliche städtische Zuwendung in Höhe von 1460 D-Mark. Auch das Publikum stellte sich in wachsender Zahl ein. 1960 kamen bereits 8.800 Zuschauer zu den Vorstellungen. Und in einer Kritik des SDR von 1959 hieß es: Das Theater der Altstadt hat sich einen legitimen Platz im Kulturleben Stuttgarts erworben.